begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Grüß dich, Josef. Was machst du für ein Gesicht? Man könnte glattweg denken, du bist in Quarantäne. Ach Joachim, mein verehrter Schwiegervater. Es ist fast so, jedenfalls in meinem Kopf, als hätten meine grauen Zellen Kontaktsperre. Ah, erzähl, was hast du denn? Ach, bei mir ballt sich alles zusammen. Erst muss ich einen Kredit zur Überbrückungshilfe für meinen Zimmermannsbetrieb aufnehmen und dann erfahre ich auch noch, dass Maria schwanger ist. Und keiner will mir sagen, von wem. Ach, das wird sie dir schon rechtzeitig verklickern. Und dann erfahre ich auch noch, dass wir nach Bethlehem müssen. Zu Fuß und durch die Berge. Und das in ihren Umständen. Ach ja, die Volkszählung. Aber glaub bloß nicht, dass du der Einzige bist, der los muss. Mir geht es keinen Deut besser. Ich muss nach Beersheba, das ist noch viel, viel weiter. Ach Joachim, gib's zu. Wir Männer haben's wirklich schwer. Hey, Melchior, weißt du eigentlich, wie müde und geschafft ich bin? Ist ja auch kein Wunder. In unserem Alter ist solch eine lange Reise mit einer Karawane auch wirklich strapaziös. Oh, was erzählst du da von einer Quarantäne? Karawane, Balthasar. Karawane. Nicht, was du schon wieder denkst. Entschuldigung, man hört das Wort in letzter Zeit so oft, dass man es bei jedem nicht ganz verständlichen Wort automatisch mithört. Aber egal jetzt. Hier, ein wenig Holz. Dann können wir uns ein Feuerchen machen und vielleicht auch eine Suppe kochen. Oh, das ist gut. Das wird mir ein wenig auf die Sprünge helfen, denn ich habe ja gleich wieder Nachtdienst. Oh ja, das ist wirklich anstrengend. Die ganze Nacht den Himmel beobachten, ob der Stern auch noch da ist. Ich hoffe, wir sind bald am Ziel, damit wir endlich wieder ein normales Leben beginnen können. Ja, 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 wem sagst du das? Schon seit Wochen nicht eine Nacht richtig durchgeschlafen. Und da glauben die Leute, Wissenschaftler, Astronomen wie wir, wären privilegierte Leute. Ich werde dich dann in 2 Stunden ablösen. So gleicht es sich ein wenig aus. Trotzdem, wir Astronomen, wir haben es wirklich schwer. Oh ja. Jonathan! Jonathan! Wo bleibst du, nachlässiger, dummer Schreiber, bloß? Herr Rodes, Majestät, ich bringe! Gar nichts bringst du! Befehle nimmst du entgegen. Verstanden? Ja, gewiss. Gewiss, Majestät. Es bahnt sich etwas an in Judäa. Die Leute sind wegen der Volkszählung unterwegs. Tausende. Das ist ein unkontrollierbarer Haufen. Niemand hält den Mindestabstand ein. Deshalb... Alle Wachen verstärken. Die Informanten auf ihren Posten. Jedes kleinste Vorkommnis sofort melden. Erbarmungsloses, hartes Durchgreifen. Hast du? Sofort an alle Geheimdienst- und Polizeistellen übermitteln. Und, Majestät, die Grenzposten melden? Ach ja, Grenzkontrollen verstärken. Jeder. Jeder Ausländer ist verdächtig. Haben wir jetzt alles? Bei den Göttern, was man als Herrscher alles so bedenken muss. Da regiert man schon im Homeoffice und nichts als, als König hat man es wirklich schwer. Tabea! Tabea! Wo bleibst du denn? Ich bin ja schon da, ich habe eben gerade... Papa la Papp, halt die Klappe.
Hast du alles erledigt? Die Dachkammern gefegt, die Abseiten hergerichtet? Ja, Herr, selbstverständlich. Gut, dann feg jetzt den Vorplatz, bereite die Dachkammern und die Abseite und die Zimmer für die relevanten Herrschaften vor. Und dann geh noch zum Krämer und kauf ein. Hier ist der Zettel. Ja, Herr, selbstverständlich. Jetzt ist auch noch der Einkaufszettel weg. An alles muss man denken, wenn nach so einer Flaute eine solche Invasion von Reisen über uns hereinbricht. Da haben Sie noch, ja. Ach so, ja. Das kauf alles ein. Wir müssen gut vorbereitet sein. Wir werden viele Gäste erwarten, deswegen die Abseite und auch die Dachkammern. Als Wirtin hat man es in diesen Zeiten wirklich schwer, vor allem bei einer solch handämlichen Volkszählung. Es ist zum Kotzen. Da fehlt schon wieder ein Schaf in der Hürde. Wann hast du es bemerkt? Vor ein paar Minuten erst. Da wollte ich noch etwas Reisig sammeln für das Feuer. Da sah ich so einen Schatten an der Dornhecke. Etwa ein Wolf? Hm, weiß nicht genau. Es war ja schon dunkel. Dann war der Schatten plötzlich weg und ich habe, wie in einer solchen Situation vorgeschrieben, die Tiere in der Hürde gezählt. Das gibt wieder Ärger mit dem Großbauern. Er glaubt uns doch eh nicht, dass das Schaf von einem Wolf gerissen worden ist. Und du hast das Ganze wieder nicht verzählt? Bestimmt nicht. Zweimal habe ich gezählt. Also 10% Lohnabzug für uns drei, weil wir wieder einmal nicht aufgepasst haben. Aber wovon sollen wir denn leben, wenn wir für jeden Schaden aufkommen sollen? Wir riskieren doch unser Leben. Und wie sollen wir das unseren Frauen erklären? Gar nicht. Das müssen wir selbst wegstecken. Da zeigt sich wieder einmal, wir Hürden haben es wirklich schwer. In tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein, der immer schon aus Gnade war, stellt sich als Mensch den Menschen dar. Bei Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein, nimm an des Christus Freund. Das muss der Palast vom König Herodes sein. Ach, Jerusalem. Hier werden wir das Kind bestimmt finden. Na, hoffentlich. Ich bin so hundemüde. Der fehlende Schlaf von letzter Nacht, der steckt mir noch in den Knochen. Ich weiß, du hast es schwer. Ich habe auch eine halbe Schicht. Hört auf zu streiten. Schließlich wollen wir doch zum König und dem neugeborenen Kind. Hallo? Wache? Dina? Ist da wer? Nicht so hastig, die Herren. Habt ihr einen Termin bei der Majestät? Wir sind Sterndeuter aus dem Orient. Der neue Stern, den wir Nacht aus, Nacht ein beobachtet haben. Und den wir auf einem äußerst strapaziösen Weg durch die Wüste gefolgt sind, hat uns hierher an den Hof von Herodes geführt. Wir möchten dem königlichen Kind die Ehre erweisen. Und wir haben auch kleine Geschenke mitgebracht. So, so. Also nicht angemeldet, die Herren. Na, ich weiß ja nicht, ob seine Majestät um diese Tageszeit noch jemanden empfängt. Das erscheint mir sehr fraglich. Seid ihr systemrelevant? Ich werde versuchen, mein Bestes zu tun, um seine Majestät gnädig zu stimmen. Majestät, verzeiht eurem unwürdigen Diener. Musst du denn schon wieder? Kann ich nicht einmal? Majestät,
Zwei schlechte Nachrichten. Welche wollt ihr zuerst? Keine. Also, leg uns. Majestät Rhodes, offenbar ist es drei Ausländern gelungen, unbemerkt die Grenzen zu passieren und bis vor euren Palast zu gelangen. Und außerdem sagen sie, sie haben einen Stern gesehen, der die Geburt eines Sohnes eurer erhabenen Majestät anzeigt. Sie wollen... Was wollen die? Sofort verhaften. Verhör durch den Geheimdienst. Den werde ich ihre Söhne schon austreiben. Euer Sohn, Herodes. Hä? Hm? Majestät. Ich habe hier keinen Sohn. Wer will meinen Thron? Hey, stopp mal. Woher sagtest du, kommen die? Die kommen aus dem Orient und dort gibt es sehr gelehrte Wissenschaftler. Hm, das muss ich sofort wissen. Führ sie rein, aber ohne großen Auftritt. Gewiss, Majestät, euer Wunsch ist mir Befehl. Die Herren, es ist mir gelungen... Majestät empfängt euch, aber bitte mit Diskretion. Diskretion! Majestät, die Sterngucker. König Herodes, Majestät, nach langer, beschwerlicher Reise sind wir nach Jerusalem gekommen, weil uns ein neuer Stern die Geburt eines neuen Königs anzeigt. Dem Kind, es muss ja wohl euer Kind sein, wollen wir die ihnen zukommende Ehre erweisen. Meine Herren, ihr schmeichelt mich. Ich bin entzückt und überrascht zugleich, dass ihr diese Strapazen der Reise auf euch genommen habt. Ihr hattet es gewiss schwer auf der Reise. Deshalb ruht ein wenig aus. Ich lasse euch einen Imbiss bringen. Und dann reden wir in Ruhe weiter. Jonathan! Ja, Majestät. Ich will sofort vom wissenschaftlichen Dienst des Kronrates eine präzise Auskunft über diesen angeblichen König. Aber Dalli! Ja. Majestät, eure Fachleute hatten sofort, die sind wirklich schnell und sie hatten sofort die richtige Schriftrolle parat, in der die gewünschten Informationen stehen. Hört also, was schon vor langer Zeit der Prophet Micha sagte. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Da ist zwar nicht von einem Sohn, von eurem Sohn die Rede, der euren königlichen Lenden entsprossen ist, aber wenn der jetzt erscheinen sollte, stellt das trotzdem eine Gefahr dar. Hm. Da brauche ich einen perfekten Plan. Ich werde für die Sterngucker wieder rein und dann verschwinden. Gewiss, Majestät, euer Wunsch ist mir Befehl. Die Herren, König Herodes erwartet euch. Majestät, die Sterngucker. Majestät? Meine verehrten Herren, ich erweise euch gern den Gefallen und teile Ihnen mit, wie es sich in dieser Angelegenheit verhält. Es geht hier nicht um meinen leiblichen Sohn, aber um einen, den auch ich glühend verehre. In Bethlehem, so haben meine Berater nach kurzer Recherche herausgefunden, wird der Messias,
der auch von mir sehnlichst erhoffte König Israels, der Befreier, geboren. Es sind nur ein paar Meilen von hier. Dort werdet ihr ihn finden, den Neugeborenen. Hol ich ihn und komm zurück, damit auch ich weiß, wo genau ich ihn finde. Aber mach darüber kein Aufheben. Diese Nachricht soll sich nicht verbreiten wie ein Virus. Zu niemandem. Ein Wort. Majestät, wir sind euch zu tiefstem Dank verpflichtet. Ihr habt uns sehr geholfen. Selbstverständlich werden wir eure Anweisungen und das Kontaktverbot beherzigen. Oh. Puh, da hatte ich es aber ganz schön schwer. Ha, die habe ich aber fein reingelegt. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Besseres konnte uns gar nicht geschehen. Endlich dürfen die Leute wieder reisen. Und dann auch noch das Dekret des Kaisers, dass die Leute wieder reisen müssen. Wunderbar. Tabea! Tabea! Bist du alles fertig? Ja, Herr, selbstverständlich. Sehr gut. Jeder einzelne Quadratzoll wird jetzt vermietet und jede Ecke lässt sich jetzt auch versilbern. Wehe, du machst deine Sache nicht ordentlich. Ja, Herr, selbstverständlich. Herr, wir benötigen ein bescheidenes Quartier für meine Frau und mich. Bedauere, Verehrtester, aber sämtliche Suiten, Apartments und Einzelzimmer sind bereits ausgebucht. Wir dachten auch nur an etwas ganz Einfaches, so wie in der Jugendherberge. Dann schaut doch mal dort nach, aber die nehmen auch keine Hochschwangeren. Ich weiß. Wir brauchen nur eine ganz kleine Ecke. Ihr seht doch, dass meine Frau nicht mehr kann. Ja, bitte. Ich kann wirklich nicht mehr. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer man es als Wirtin zu diesen Zeiten hat? Ich habe bereits alle Abseiten, Dachkammern und Besenkammern vermietet, um den Gästen entgegenzukommen. Wir brauchen auch nur ein ganz kleines Plätzchen, wo wir unsere Decken auf ein bisschen Stroh ausbreiten könnten. Stroh? Stroh haben wir nur im Stall. Ja, aber das wäre doch besser als gar nichts. Wir würden uns damit begnügen. Wie? Im Stall wollt ihr bleiben? Ja, das ist wirklich das Schäbigste, was wir hier haben. Also, wenn ihr wollt. Tabea, bring die beiden Herren nach hinten in den Stall. Das macht dann bloß eine Drachne pro Nacht. Oh, danke. Vielen Dank und das wird reichen. Und morgen sehen wir weiter. Ein Notquartier. Immer besser als nichts. Als Wirtin hat man es wirklich schwer zu diesen Zeiten und dann auch noch mit diesen anspruchsvollen Gästen. Ich weiß nicht, was nun werden soll. Wenn der Großbauer mitbekommt, dass schon wieder ein Schaf fehlt, bin ich geliefert.
Nun schlaf doch erstmal ein paar Stündchen. Morgen früh sieht vielleicht alles ganz anders aus. Du hast gut reden. Du musst ja nicht für den ganzen Schaden gerade stehen. Ich trage doch das ganze Risiko. Bist du eine Risikogruppe? Langsam, Simeon, langsam. Amos und ich haben schon überlegt, dass wir zusammenleben und... Gemeinsam können wir die Krise vielleicht bewältigen und die Lohnabschrift müssen wir eh alle hinnehmen. Die Welt ist nicht gerecht. Immer sind es wir kleinen Leute, die alles ausbaden müssen. Und die Großen lachen sich ins Fäustchen und nennen das dann noch Peanuts. Aber wir... Du hast ja recht, Simeon. Aber was hilft uns, dass wir es wissen? Wir können doch sowieso nur klagen. Und hoffen. Hoffen können wir immer. Ach ja, geh mir mit dieser alten Frau Leier. Auf den Messias können wir hoffen. Den haben uns die Propheten schon lange angekündigt. Und ist er gekommen, wird unsere Lage auch nur dem Dreck unterm Fingernagel besser, wenn wir hoffen? Das wohl nicht, aber ohne Hoffnung können wir unser Schicksal überhaupt nicht ertragen. Und vielleicht geht die Prophezeiung irgendwann ja in Erfüllung. Zu unseren Lebzeiten. Ja, klar. Und die Erde ist eine Scheibe. Euch ist nicht zu helfen. Ihr wollt einfach nicht glauben, dass sich etwas verbessert. Und dann wird sich auch nichts verbessern. Ach ja, ich würde ja gern glauben, aber das Leben macht uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Und selbst wenn der Messias käme, meine Strafe würde der nicht übernehmen und die Lohnkürzung zurücknehmen würde der erst recht nicht. Wir bleiben doch die Loser. Wir sind eben nicht systemrelevant. Fürchtet euch nicht! Ich fürchte mich vor gar nichts. Vor Wölfen nicht und auch nicht vor dir. Nur vor unserem Großbauern. Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Was? Wer ist geboren? Euch ist heute der Heiland geboren, der Messias in der Stadt Davids. Was? Hier in unserer Nachbarschaft? Puh, macht es mir doch nicht so schwer. Lasst mich doch erstmal ausreden. Also, in Bethlehem in der Stadt Davids und nehmt das als Zeichen. Ihr findet das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das wäre ja die Erfüllung unserer Hoffnung. Und du hast gerade ausgerechnet noch davon gesprochen, dass das noch zu unserem Lebzeiten passieren könnte. Aber wie soll ich das glauben? Ein Messias, in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Das sind doch nur Ammenmärchen. Mensch, verstehst du denn nicht? Das ist ein ganz anderer Messias, als wie wir ihn nun vorgestellt haben. Das ist kein großer Herr. Das ist einer wie wir. Ja, das wäre schön, dann hätten wir es leichter. Dann müssten wir uns nicht immer hier draußen in der Kälte die Nacht um die Ohren schlagen. Dann hätten wir es leichter. Quatsch. Wir Hirten hatten es schwer, wir haben es schwer und wir werden es auch immer schwer haben. Und wenn Gott jetzt alles ändert, sogar deinen Frust und deine Wut, ich schlage vor, wir gehen los und schauen selbst, wie es mit dem Kind steht. Na gut, ich komme mit. Selbst zu sehen ist besser, als die Chance zu verpassen. Und du? Ich glaub's nicht. Aber ich hier oben sitze und der Dumme bin, komm ich lieber mit. Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frauen, kommet das liebliche Kindlein zu schauen. Christus der Herr ist heute geboren, den Gott zum Heiland euch hat erkoren. So, Maria, das war heute echt schwer, einkaufen zu gehen. Immerhin konnte ich ein paar Windeln ergattern. Aber Toilettenpapier? Keine Chance, alles weggehamstert. Schon gut, Josef. Schön, dass du wenigstens die bekommen hast. Ich wickle jetzt noch schnell das Baby und dann will ich mich etwas ausruhen und schlafen. Mach das. Dann mache ich die erste Nachtwache und vielleicht schläft der Kleine ja ein paar Stunden am Stück. Kommt denn da? Das scheinen vornehme Gäste zu sein. Herzlich willkommen, die Herrschaften, im besten Haus am Platze. Kann ich Ihnen ein Apartment, eine Suite oder ein Einzelzimmer anbieten? Weder noch. Es ist auch völlig offen, ob wir hier überhaupt nächtigen. Wir wollen hier nur den neugeborenen König besuchen. Er soll hier bei Ihnen zur Welt gekommen sein, heute Nacht. Sind
Sie sicher, dass da kein Missverständnis vorliegt? Herodes selbst hat uns hierher geschickt. Das sollte doch wohl reichen. Entschuldigung, Entschuldigung, die Herren. Ich wusste ja gar nicht, welche hohen Herrschaften hier bei mir abgestiegen sind. Schon gut. Wo finden wir den Neuankömmling mit seiner Mutter? Oh, Sie wissen ja gar nicht, wie schwer man es als Wirtin in diesen turbulenten Zeiten hat, die Gäste im Überblick zu behalten. Ich gehe gleich nach hinten und schaue im Gästeregister nach. Weg da, weg da, weg da, ihr dreckigen Halunken. Ihr wollt mir wohl die besten Gäste vertreiben. Dieses Haus ist nur für zahlende Gäste und nicht für solches Gesindel. Hey Joshua, punkt dich mal nicht so auf. Wir werden dir dein Geschäft schon nicht vermasseln. Deine vornehmen Gäste interessieren uns nicht. Und deine Apartments können wir uns sowieso nicht leisten. Zeig uns lieber, wo wir der Messias finden, in welchem Stein, in welcher Krippe. Sie meinen dem, von dem der Engel erzählt hat. Der Retter aus der Stadt Davids, der alles leichter machen soll. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Was wollt ihr denn alle von mir? Ein neugeborenes Kind, ein König, ein Messias. Hier ist doch niemand. Herr, die junge Frau hat schon einen Bunten. Es ist ein Junge. Stellen Sie sich vor, ein Junge und er ist so süß. Aber in der Schriftrolle bei Herodes hieß es doch ausdrücklich, dass der in Israel Herr sei. Also muss es doch ein Königssohn sein. Wer sonst sollte Herr sein? Jetzt wälzt doch nicht so schwere Gedanken. Lass uns das Kind ansehen, dann werden wir ja merken, dass... Da das Kind kein König ist, sondern einer wie wir. Oder sogar wie ihr. Mir scheint, du hattest recht. Da war ich wohl auf der falschen Fährte. Nun kommt doch endlich. Wir wollen noch sehen, wie es mit dem neugeborenen König, der Messias, der Retter, der... Ich zeige euch, wie es lang geht. Kommt. Das verstehe, wer will. Solche seltsamen Gäste hatte ich noch nie. Als Wirtin hat man's schwer. Puh, es bleibt einem wohl wirklich nichts erspart. Man hat es wirklich nicht leicht als Wöchnerin. Ja, das muss ja sein, der Messias. Ich bin ja so erleichtert. Ja, es stimmt, du hattest recht. Es ist plötzlich so, als wären meine Sorgen nur halb so schwer. Sie werden von heute auf morgen nicht verschwinden, aber wir lernen damit umzugehen. Dieses Kind soll das Heil, der Retter der Welt sein. Unsere Sicht auf die Welt, die Sterne, völlig verändert. Manches Schwere wird uns dann nicht mehr so schwer erscheinen. Ja, da habt ihr alle miteinander recht. Ich selbst habe viele Wochen gebraucht, um zu verstehen, was mit mir passiert und was er mit meinem Kind vorhat. Das Kind, das ist nämlich von Gott. Gott hat es sich wirklich nicht leicht gemacht. Er hat für sich selbst den schwersten Weg gewählt, durch diesen ärmlichen, zugigen Stall, damit wir es in Zukunft nicht mehr so schwer haben. Für ihn sind wir nämlich alle. Oh, wie heißt das Wort nochmal? Systemrelevant! Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen.
heute schon gejammert, gestöhnt oder gemeckert, liebe Gottesdienstbesucher? Das fällt uns doch immer viel leichter als Zufriedenheit. Und Gründe zum Klagen finden wir auch immer. In diesem Jahr hatten wir ja wegen der Corona-Pandemie besonders viele Gründe genug, um uns zu beklagen, um zu stöhnen, zu schimpfen. So schwer wie dieses Jahr hatten wir es noch nie. Schwer hatten es die Menschen schon immer. Und seit eh und je haben sie es laut herausposaunt. Gespräche am Gartenzaun oder in den Wartezimmern der Arztpraxen leben von der Schilderung des eigenen Leidens, des schweren Schicksals, des ach so schweren Lebens überhaupt. In unserem Krippenspiel gab es keine Person, die sich nicht beklagt hätte, wie schwer sie es hat. Und hatte nicht jeder überzeugende Belege dafür, dass er besonders schlecht dran ist, egal ob er König Herodes, ein Wirt, ein Weiser oder Josef ist. Man überbietet sich geradezu, sein Schicksal zu beklagen. Da möchten wir doch gerne mitjammern. Und machen wir uns nichts vor, Jammern und Klagen stecken uns geradezu epidemisch an. Gründe für Dankbarkeit, Zufriedenheit oder Glück kommen uns viel seltener in den Sinn. Beim Klagen schauen wir immer auf uns selbst, denn wir haben es ja so viel schwerer als alle anderen. Dürfte ich das Unwort des Jahres 2020 küren, müsste ich nicht lange überlegen. Systemrelevant wäre das Wort meiner Wahl. Es wertet Menschen in einer Weise ab, die von Rassismus oder sozialer Diskriminierung kaum zu unterscheiden ist. Man erklärt die einen für wichtig und unverzichtbar und die anderen werden als vernachlässigbarer Ausschuss aussortiert. Wer nicht als systemrelevant eingestuft ist, muss nicht unbedingt die beste medizinische Betreuung bekommen. Er oder sie braucht im Altenheim nicht unbedingt den Besuch der Verwandten. Er oder sie benötigt nicht wirtschaftliche Hilfe bei Verdienstausfall oder Zahlungsunfähigkeit. Nur starke, leistungs- und durchsetzungsfähige verdienen gesellschaftliche Unterstützung. Wirtschaftlicher Nutzen geht vor Menschlichkeit, vor Zuwendung oder Solidarität. Weihnachten ist Gottes Antwort auf unser Auslesedenken und Verhalten. Er sagt uns, nein, da mache ich nicht mit und das lasse ich auch euch nicht durchgehen. Bei mir gilt ein anderer Maßstab. Weil ich mich in die Krippe legen ließ, weil ich einer von euch geworden bin, als Outcast, als Paria, als Slumbewohner existiert habe, verlieren eure Einteilungsschemata ihre Berechtigung. Schon oft wurde betont, wie charakteristisch es ist, dass Gott sich den Ausgestoßenen, den an den Rand gedrängten, den auf der untersten Stufe der sozialen Leiter stehenden zuwendet. Ihnen zuerst gilt die Botschaft, euch ist heute der Heiland geboren. Haben wir uns schon so daran gewöhnt, dass diese Botschaft uns gar nicht mehr hinter dem Ofen hervorlockt? Ist es nur Ausdruck einer zu Herzen gehenden Idylle, ein hilfsbedürftiges, armes Kind in einer Futterkrippe betrachten und anbeten zu dürfen? Ich denke, dass uns gerade in diesem Jahr, in dem wir Menschen klassifizieren, einsortieren, ja sogar aussortieren, die Botschaft Gottes an uns ist: Ich komme zu euch allen.
vor allem zu denen, die ihr nicht als systemrelevant einstuft, die ihr nach euren gesellschaftlichen Maßstäben abqualifiziert. Waren es zur Zeit der Geburt Jesu die Hirten, die als arme Tagelöhner nichts galten, die keine Rechte hatten und sozial ausgeschlossen waren, so hat es in der Geschichte immer wieder die Einteilung von Menschen in unterschiedliche Gruppen gegeben. Gebildete und Bildungsferne, Herren und Knechte, Shareholder und Proletarier, Bürger und Asylsuchende, Leistungsträger und Versager. Und es gibt viele, viele weitere Einteilungsschemata. Immer sind die einen die Privilegierten, die anderen die Marginalisierten. Zu Weihnachten sagt Gott zu uns klar und unüberhörbar: Für mich sind alle Menschen, alle meine Geschöpfe gleich wichtig. Ich komme zu allen, ihnen Hoffnung und eine Verbesserung ihres Lebens zu bringen. Das bedeutet aber für jeden etwas anderes. Da gibt es massive Unterschiede. Aber allem liegt ein gemeinsames Motiv zugrunde. Ich, Gott, liebe alle Menschen gleich. Den armen Hirten ebenso wie die wissenschaftlich gebildeten Sterndeuter, den kleinbürgerlichen Wirt genauso wie den machtbesessenen Herodes. Mein Heil gilt allen, auch wenn es für jeden eine Änderung in anderer Form bedeutet. Meine Zuwendung fordert jeden individuell heraus, das eigene Leben zu korrigieren. Reiche, Gebildete und Mächtige anders als Arme, Loser oder in prekären Verhältnissen Lebende. Aber aussortieren werde ich niemanden. Weihnachten sagt uns: Ihr Menschen werdet alle beschenkt, weil ihr alle in Gottes Blickfeld seid. Deshalb sollt ihr niemanden aufgeben oder benachteiligen. Im Gegenteil, ihr habt die Chance, es Gott gleich zu machen. Ihr dürft, ja, ihr sollt seinem Beispiel folgen. Denn ihr werdet wieder daran erinnert, dass für Gott und auch für euch Menschen untereinander gilt: Ihr seid alle gleich wichtig. Ihr seid allesamt systemrelevant. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne für Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Mein Gott, in dir.